Die Lust auf Süßes hindert dich daran, deine Vorsätze einzuhalten. Du hattest eigentlich vor, nichts mehr zu essen, findest dich dann aber doch mit dem Eisbecher oder der Tüte Chips auf dem Sofa. Wahrscheinlich erzähle ich dir jetzt nichts Neues, wenn ich dir sage, dass dieses Verhalten dich daran hindert, abzunehmen. Wenn du dieses Video angeklickt hast, dann willst du wissen, wie du es schaffst, die Finger endlich von Chips und Eis zu lassen, deine Vorsätze endlich einzuhalten und diesen ewigen Heißhunger zu besiegen. Du weißt schon, diese innere Stimme, die dich dazu zwingt, in die Chips-Tüte zu greifen. Eins schon mal vorab, das Ganze ist einfacher, als du glaubst. Auch du kannst es schaffen, den Heißhunger loszuwerden. Für immer. Falls du neu auf meinem Kanal bist, ich bin Ernährungsberaterin und Abnehmcoach und ich habe selber eine ewig lange Geschichte mit ganz vielen Diäten und vor allem auch mit viel Heißhunger hinter mir. Ich war jahrelang der Überzeugung, dass nur eiserne Wille und Disziplin mich wirklich endlich an mein Ziel bringen werden. Und dabei stand mir persönlich immer mal wieder die eine oder andere Tafel Schokolade im Weg. Wenn ich mal wieder vorhatte abzunehmen, dann war mein Vorhaben oder meine Strategie immer gleich. Ich habe mich erstmal auf Zuckerentzug gesetzt. Mein Vorsatz war immer, ab jetzt gibt es keine Süßigkeiten mehr. Das ist schon mal der beste Anfang, um abzunehmen. Mein Gedanke dabei war ja auch gar nicht so unlogisch. Umso häufiger man zu solchen zuckerreichen Lebensmitteln greift, umso mehr gewöhnt sich der Körper daran und umso häufiger möchte er ja auch dann wieder solche Lebensmittel haben. Der Körper gewöhnt sich dran und er will mehr davon. Trotzdem erzähle ich dir jetzt wahrscheinlich nichts Neues, wenn ich dir sage, dass diese Regeln und dieses Verbot-Mindset von Diäten kein Rezept zum Erfolg sind. Denn wahrscheinlich hast du es auch schon mehrmals mit solchen Regeln versucht. Spätestens, wenn du einen stressigen Tag auf der Arbeit hattest oder es dir einfach insgesamt nicht gut geht, wirfst du diese Regeln über Bord. Und ganz ehrlich, genauso war es bei mir auch. Um zu verstehen, wie du den Heißhunger besiegst und wie du ihn für immer los wirst, ist erstmal ganz, ganz wichtig zu verstehen, wo er überhaupt herkommt. Ursache Nummer 1 ist vor allem Nährstoff- oder eben auch Kalorienmangel. Beim Abnehmen sind natürlich hochkalorische Lebensmittel ein absolutes Dorn im Auge. Denn schließlich geht es beim Abnehmen ja immer darum, ein Kaloriendefizit zu erreichen. Das bedeutet, weniger Kalorien durch die Nahrung aufzunehmen, als man über den Tag über Existenz und über Bewegung des Körpers verbraucht. Du musst also weniger Kalorien aufnehmen, als du verbrauchst, um eben dieses sogenannte Kaloriendefizit zu erreichen. Denn erst dann werden die körpereigenen Reserven angezapft und das eigene Körperfett wird eben abgebaut. Und die Chancen stehen gut, wenn du gerade häufiger unter Heißhunger leidest, dass du dich gerade schon in einem Defizit befindest. Und zwar entweder in einem Kalorien- oder in einem Nährstoffdefizit oder sogar beides. Wenn dein Körper nicht ausreichend mit den notwendigen Nährstoffen versorgt wird, dann kann das zu einem Ungleichgewicht führen. Nährstoffe wie Proteine, wie Vitamine und Mineralstoffe sind wichtig für deinen Körper und tragen auch entscheidend zur Sättigung bei. Und wenn deinem Körper diese Nährstoffe fehlen, dann kann er das als ein Signal für einen Mangel interpretieren und daraufhin eben verstärkt den Fokus auf Lebensmittel auslösen. Du hast also wieder ein verstärktes Verlangen nach Nahrung und du hast mehr Hunger. Und ein weiterer möglicher Auslöser für Heißhunger ist eben ein Kaloriendefizit. Und da sprechen wir jetzt ganz ausdrücklich von einem zu großen Kaloriendefizit. Und gerade wenn du schnell Ergebnisse sehen willst, wenn du schnell abnehmen willst, dann neigst du ganz natürlicherweise dazu, das schnell mal zu übertreiben. Kleine Portionen, keine Süßigkeiten mehr, viel Sport, nur noch Salat, solche Sachen. So ein Verhalten führt dann zu einem zu großen Defizit und dein Körper versucht natürlich, dieses zu große Defizit, diesen Mangel für ihn auszugleichen. Und zwar, indem er vermehrt Hunger- und Appetitsignale sendet. Und zwar so, dass dein Körper sich ganz natürlicherweise verstärkt auf kalorienreiche Nahrung fokussiert. Du errätst es zum Beispiel Chips und Schokolade. Ursache 2 sind Emotionen und auch Stress. Wichtig zu betonen ist, dass Heißhunger nicht nur physische, sondern auch physiologische Ursachen haben kann. Wenn du dir bestimmte Lebensmittel zu strikt verbietest, dann kann das dazu führen, dass du ein verstärktes Verlangen nach genau diesen Lebensmitteln auslöst. Wenn du dir etwas verbietest, dann wird es eben manchmal nur interessanter. Es kann also ein gesünderer und nachhaltigerer Ansatz sein, insgesamt mal an einer Beziehung zu Lebensmitteln zu arbeiten, statt alles immer nur in die Schwarz oder Weiß bzw. Gut oder Schlecht Schublade zu stecken. Wenn du es einfach nicht schaffst, kalorienreiche Lebensmittel wie zum Beispiel Süßigkeiten in Mäßigung zu essen, sondern immer dazu tendierst, direkt die ganze Tüte Chips oder die ganze Packung Schokolade zu essen, dann ist das definitiv ein Signal dafür, dass du da mal genauer hinschauen solltest.
ist, statt eben mit strikten Verboten zu agieren. Ansonsten entsteht eben ein wahrer Teufelskreis aus Verzicht, nachfolgendem Überessen, der am Ende deine Heißhungerattacken nur noch viel schlimmer macht. Heißhunger ist nicht nur eine Frage der rein körperlichen Bedürfnisse, sondern hat eben ganz, ganz oft auch was mit Emotionen zu tun. Es kann durch emotionale Faktoren ausgelöst werden, wie zum Beispiel durch Langeweile, durch Stress oder eben auch, wenn du dich selbst belohnen möchtest. Oder eben auch jegliche andere Emotionen, die dir jetzt gerade so einfallen, können Heißhungerattacken auslösen. Gerade Stress ist einer der Hauptverursacher von Heißhunger und das ist bedingt daran, dass der Körper Cortisol freisetzt und das kann den Appetit fördern und steigern. Ungesunde und kalorienreiche Lebensmittel, die können eben auch mal das Gefühl von Trost oder von Belohnung vermitteln. Aber ganz wichtig ist, dass du weißt, dass dieser emotionale Hunger eben kein echtes Bedürfnis nach Nahrung ist, sondern eigentlich nur eine emotionale Reaktion auf Stress ist. Also gerade wenn du in der Kindheit häufig mit Süßigkeiten belohnt oder getröstet wurdest, da entsteht einfach eine emotionale Verknüpfung, die ganz oft mitgenommen wird ins Erwachsenenleben und die es definitiv zu lösen gilt. Was machst du denn jetzt am besten, wenn du akut Heißhunger hast? Um Heißhunger aus Kalorien- oder Nährstoffmangel zu vermeiden, ist es ganz, ganz wichtig, da hinzuschauen und wirklich zu verstehen, woher denn dieser Heißhunger kommt, was genau die Ursache dafür ist, welches Verhalten du scheinbar regelmäßig an den Tag legst, das dazu führt, dass dein Körper der Meinung ist, ja, diese Kalorien und Nährstoffe jetzt durch diese Heißhungerattacke wieder reinbekommen zu müssen. Du musst die Ursache kennen, um dann da entsprechend anzusetzen. Heißhunger ist zwar ein Symptom, was sehr, sehr plötzlich kommt, aber die Ursache, die liegt ganz, ganz viel tiefer und ist nichts, was auch eben so plötzlich kommt, sondern die wird eben ausgelöst von etwas, was du sehr langwierig tust. Aus meiner Erfahrung als Abnehmcoach kann ich sagen, dass Heißhunger meistens eine Kombination aus mehreren Dingen ist. Meistens ist es eine Unterversorgung mit Kalorien und Nährstoffen und dazu kommt dann eben auch noch irgendein emotionaler Faktor dazu, wie zum Beispiel Stress. Das ist ein Kreislauf aus Diät, Versagen, Frust, Überessen und dann direkt mit der nächsten Diät. Um daraus auszubrechen, ist es unbedingt notwendig, dass du deine Ernährung und deine Gesundheit priorisierst und vor allem Glaubenssätze, die du übers Abnehmen hast, direkt mal zusammenpackst und aus dem Fenster wirfst. Und mit Glaubenssätze meine ich jetzt vor allem Dinge, die du glaubst zu wissen, die für dich in deinem Kopf ganz, ganz festgeschrieben sind als die Wahrheit und nach denen du teilweise auch schon auf Autopilot handelst. Wie zum Beispiel, zum Abnehmen muss ich kleine Portionen essen, zum Abnehmen darf ich nicht mehr nach 18 Uhr essen. Einfach solche Dinge, die für dich felsenfest stehen und die du unbedingt einhalten musst, wenn du abnimmst. Jetzt in diesem Moment ist es erstmal deine allererste Aufgabe, den Nährstoffbedarf deines Körpers zu priorisieren und zu decken, um deinen Heißhunger loszuwerden. Du musst erstmal diese grundlegende Basis erfüllen, damit du darauf dann aufbauen kannst. In dieser ersten Phase jetzt solltest du nicht direkt wieder irgendwelche Diätregeln und Verbote einführen und direkt jetzt daran denken, wie du am besten das größte Kaloriendefizit einhältst, sondern du solltest dich jetzt wirklich erstmal darauf konzentrieren, diesen Heißhunger langfristig loszuwerden. Du kannst es dir ein bisschen so vorstellen, als ob dir wirklich gerade das Fundament fehlt, um erstmal ein stabiles Haus darauf zu bauen. Wenn du nicht die Voraussetzung hast, das Fundament, nämlich einen gesunden, funktionierenden Körper, dann kannst du am Ende darauf kein stabiles Haus bauen. Nämlich, du kannst dann keine Diät- oder Ernährungsumstellung machen, mit der du dann abnehmen kannst, weil dein Körper gerade gar nicht in der Lage ist, überhaupt irgendwas herzugeben, weil er in so einem akuten Alarmmodus ist. Es ist eben nicht notwendig, dass du dich unnötig quälst oder irgendwelche ungesunden Verhaltensweisen an den Tag legst, um dann abzunehmen. Du musst jetzt erstmal quasi so den Ground Zero, den Nullpunkt erreichen, um dann zu schauen, wie du ein Kaloriendefizit wieder einführen kannst, um dann eben abzunehmen. Heißhunger ist ein Zeichen dafür, dass gerade irgendwas nicht stimmt. Und diese Signale solltest du unbedingt ernst nehmen, denn ansonsten wirst du dich nur weiter unnötig quälen und dich in diesem ewigen Kreislauf bewegen. Im nächsten Schritt, wenn du deine Ernährung gemeistert hast, geht es dann darum, dein emotionales Wohlbefinden zu steigern und dadurch eben gerade diese Triggerpunkte möglichst zu reduzieren, die aus emotionalen Gründen Heißhunger hervorrufen können bei dir. Regelmäßige Bewegung, ausreichend Schlaf, Entspannungsübungen oder eben auch, ganz wichtig, irgendein Hobby, mit dem du dich identifizieren kannst, das dir Spaß macht auszuüben, können hier super gute Ansatzpunkte sein.
Du brauchst irgendein Relief im Alltag. Es funktioniert nicht, wenn du dein Leben irgendwie nur damit füllst, eine Diät zu machen und zu arbeiten. Dann ist es kein Wunder, dass du nach Hause kommst, dich gestresst fühlst und dann eben deine Belohnung oder deine Entspannung im Essen suchst. Diese neue Basis wird dir dabei helfen, ein ganz neues Verständnis für Hunger und für Sättigung zu entwickeln, weil du merken wirst, wie sich bei dir was verändert, wie du dich ganz anders fühlst, wie du ein neues Körpergefühl bekommst und auch wie du spürst, wie dein Körper auf einmal auf das reagiert, was du ihm gibst. In meinem neuen E-Book habe ich dir alles zusammengefasst, was du wissen solltest, was du wissen musst, wenn es um gesunde Ernährung geht und wenn du dich zukünftig gesünder ernähren möchtest und vor allem deine Gesundheit priorisieren möchtest. Gerade wenn du weißt, dass du dich prinzipiell gesünder ernähren müsstest, aber nicht so genau weißt, wo du ansetzen musst und dir einfach eine Anleitung wünschst, deinen Körper besser zu verstehen, dann kann das dir genau dabei helfen. Und wenn du noch auf der Suche nach Motivation bist, dann kannst du dir jetzt im Anschluss gerne mal dieses Video hier anschauen. Da verrate ich dir, wie ich es schaffe, dauerhaft dran zu bleiben und meine Ziele und Vorhaben, die ich mir gesetzt habe, auch wirklich jedes Mal zu erreichen.